In den Elbland-Kliniken Riesa und Radebeul sind seit einigen Wochen sogenannte Gesundheitsterminals zu finden. Die Kommunikation mit der eigenen Krankenkasse steht hier am Mittelpunkt. Mit den Terminals sollen den Nutzern zahlreiche Vorteile geschaffen werden. Katharina Schade vom Elbland-Klinikum Riesa über die Funktion des Gesundheitsterminals. Zurzeit kann man den Krankenscheiner einlesen und direkt an die Kassen schicken. Man kann auf den Gesundheitskarten die Fotos aktualisieren lassen, wenn das von der Krankenkasse angefordert wird. Direkt am Terminal muss man nicht zur Krankenkasse fahren. Wir können die Bonuspunkte sozusagen, alles was Nachweise für die Bonuspunkte sind, einscannen lassen und direkt an die Kassen schicken. Man kann sein BMI ausrechnen lassen und ausdrucken lassen. Ist auch eine Druckerfunktion dabei. Es gibt eine Arztsuchfunktion und es gibt auch eine Diagnosesuchfunktion. Bedienerfreundlichkeit und Datenschutz sind ein wichtiges Thema. Auch dort weiß Katharina Schade, Positives zu berichten. Die geschützten Daten von unseren Patienten oder von Besuchern, die hierher kommen, einfach direkt an die Krankenkassen weiterzuleiten, ohne den Umweg über das World Wide Web. Sozusagen, weil das Gesundheitsterminal direkt mit den Krankenkassen verbunden ist und die Daten direkt an die Krankenkassen weitergespielt werden. Es ist sehr bedienerfreundlich, selbsterklärend, großen Touchscreen, wo man entsprechend alle Hinweise erhält, die man braucht. Zukünftig werden zahlreiche Krankenkassen sich in das System integrieren. Das Elbland-Klinikum in Meißen soll als nächster Standort mit einem solchen Gesundheitsterminal ausgerüstet werden.